Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Willkommen hier beim Moviecheck. Heute wird es nur eine kurze News dann geben, weil ich habe nur eine wirkliche Neuigkeit für euch. Nick Cage meldet sich zurück auf dem Filmparkett und zwar mit The Runner. The Runner ist ein Film, der im Jahr 2010 thematisch angesiedelt ist und nach den Ereignissen von BPs Öldesaster am Golf von Mexiko spielt. Nicolas Cage spielt einen Politiker, der nach mehreren Sexskandalen aus seinen politischen Ämtern scheiden muss, beziehungsweise gerade dabei ist, seine politische Karriere vollends gegen die Wand zu fahren und sein Privatleben sowieso komplett zu zerschrotten, sich dann aber berufen fühlt, für die Opfer des Öldesasters einzustehen und seine eigene Reputation in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten wieder steigen zu lassen. Und ja, der Film kriegt in den USA ein R-Rating. Das heißt letzten Endes für die Amerikaner, dass wenn sie älter als 17 sind, keine Probleme haben und unter 17 nur mit einem Erwachsenen rein dürfen. Für uns wird wahrscheinlich kein Kinostart angesetzt werden, sondern der Film wird hierzulande, nehme ich an, nur auf DVD und Blu-ray erscheinen, da wahrscheinlich dann als FSK 16 Variante. Nun, das ist eigentlich alles, was ich hier zu sagen habe, weil es ist wirklich nichts passiert. Das ist der Wahnsinn. Gut, okay, Josh Whedon hat noch Colin Trevorrow gratuliert für den bombastischen Erfolg von Jurassic World. Aber auch das ist keine große Meldung an dem Tag. Ich meine, so what? Es ist wirklich super wenig passiert heute. Ich bin selber erschrocken darüber. Endcard. Ja, Leute, das war heute wirklich mal ein kurzes Vergnügen, aber ich habe noch ein paar andere Videos für euch hier auf der Endcard. Da könnt ihr euch ja noch austoben. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls euch meine Videos gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall später noch wieder, bin ich ganz sicher. Nicht vergessen, Leute, Filme sind einfach geil.